Auf diesem Kanal hier haben wir schon häufiger über gruselige und verstörende Experimente geredet. Und dies waren entweder Experimente, die direkt an Menschen durchgeführt wurden, oder Experimente, die an Tieren durchgeführt wurden, aber um etwas herauszufinden, das mit uns Menschen zu tun hat, um schreckliche Botschaften für uns herauszukriegen. Und heute wollen wir eben erneut über so ein Thema sprechen. Denn wir reden über eines der wohl grausamsten Experimente, die es überhaupt gab. Und dieses Experiment beschäftigte sich mit dem Thema Liebe und Zuneigung der Eltern. Das Ganze klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam, aber die Art, wie dieses Experiment durchgeführt wurde, war extrem grausam und ich wollte es euch deswegen hier einmal vorstellen. Ihr müsst wissen, dieses Experiment wurde von einem Wissenschaftler namens Harry Harlow um 1950 herum gemacht. Zu der damaligen Zeit bestand eine andere Idee, wie wichtig Zuneigung und Liebe der Eltern ist. Heutzutage wissen wir ziemlich genau, dass wenn ein Kind normal und gut aufwachsen soll, es auch Liebe und Zuneigung erfahren muss. Es muss mal gestreichelt werden, man muss mit ihm spielen und so weiter. Ein Kind braucht letztendlich Nähe der Eltern. Um 1950 war diese Ansicht anders gewesen. Man ging davon aus, dass letztendlich je weniger Liebe man einem Kind gibt, desto besser könnte es aufwachsen, beziehungsweise einige Wissenschaftler gingen davon aus. Sie waren der Meinung, dass die Nähe zwischen Mutter und Kind nur daher kommt, da das Kind Nahrung möchte. Wenn die Mutter einfach nur Nahrung geben würde, ohne das Kind irgendwie zu streicheln oder beziehungsweise ihm Zuneigung zu zeigen, würde das Kind viel besser aufwachsen, weil Liebe zu nichts anderem führt als Probleme beim Erwachsenwerden. Um diese Theorie zu bestätigen, hat der Wissenschaftler Harry Harlow dann eine Reihe von Experimenten durchgeführt und nahm dafür kleine Affenbabys. Immer wenn ein Affe ein Kind zur Welt gebracht hatte, nahm er das Kind dieser Affenmutter sofort weg, damit das Kind sich nie daran erinnern könnte, dass es eine normale Mutter gehabt hatte. Und dann begann auch schon sein Experiment. Er nahm das Affenbaby und tat es in einen Käfig. Zusammen mit diesem Affenbaby waren im Käfig nur zwei andere Skulpturen, zwei Figuren, die er gebaut hatte. Beide Figuren sollten eine alternative Mutter für das Kind darstellen. Die eine Figur war ein Holz- und Drahtgestell, kalter Draht, der keinerlei Liebe verspürte, keine Zuneigung, keine Wärme, aber dieser Draht hatte eine Trinkflasche, sprich, obwohl dies ein eisernes Gerüst war, konnte das Kind anhand diesem Gerüst Nahrung zu sich nehmen. Die andere Figur war ein Stück Stoff und Watte, das zusammengebaut wurde, und es hatte keine Nahrung, jedoch konnte es dem Kind Nähe, Liebe und halt eine Zuneigung verspüren lassen. Doch dann ging eben das Experiment los. Wenn Harry Harlows Theorie zugestimmt hätte, dann hätte das Affenjunges sofort zu der Metallmutter laufen müssen, weil diese Nahrung für ihn hatte, wenn ihm in irgendeiner Art und Weise Liebe nicht wichtig wäre. Doch alles war immer anders gewesen. Die Affenjungen tranken zwar von der eisernen Mutter, aber sie gingen dann immer wieder zurück zu der liebevolleren Mutter, zu der Skulptur aus Watte, Seide und Stoff, weil sie einfach dort ein Gefühl der Sicherheit hatten. Auch bei einem anderen Experiment, wo Harlow eben Skulpturen gebaut hatte, die diese Affen erschrecken sollte. Er hatte seltsame Konstrukte und Monster gebaut, die laute Geräusche machten und sich bewegten, damit eben die Affen Panik bekamen. Und jedes Mal, wenn er diese Objekte zu den Affen dazustellte, liefen sie zu der Stoffmutter, weil sie sich dort sicherer fühlten. Als Vergleich, wenn keine der beiden Mütter da gewesen sind, fielen diese Affenbabys einfach auf den Boden, fingen an ihrem Daumen zu nuckeln und hatten Panik. Mehr passierte nicht, sie wussten nicht, wie sie sich verteidigen sollten, sie hatten einfach Angst. Dies war für Harry Harlow schon einmal der Beweis, dass irgendetwas an seiner Theorie nicht stimmen konnte. Die Affen schienen einfach nur zu dieser liebevollen Mutter zu wollen und die Nahrung war ihnen relativ egal gewesen. Dies war das erste Experiment und es war dahingehend schon schlimm, dass Affen einfach von ihren Müttern weggenommen wurden und diese manchmal auch nie wieder gesehen hatten, dass sie einfach für Experimente genutzt wurden, wo sie nicht dran teilnehmen wollten. Doch Harry Harlow hatte auch noch andere Experimente an diesen Affen durchgeführt, Experimente, die noch grausamer waren. Und zwar geht es diesmal um das Experiment Pit of Despair. Nachdem die Frau von Harry Harlow an Krebs verstorben war, fiel er selbst in ein tiefes Loch. Er hatte schwere Depressionen bekommen und plötzlich interessierte ihn das Thema Depressionen mehr denn je. Er wollte wissen, wie verhalten Menschen sich unter Depressionen und wie verhalten sie sich später, wenn depressive Menschen selber Kinder bekommen würden.
Und dafür hatte er ein wirklich grausames Experiment im Sinn gehabt. Er nahm erneut Affenbabys, die er sofort von den Müttern weggenommen hatte, und tat sie in ein seltsames Gefäß, das er gebaut hat. Ihr müsst euch vorstellen, es war letztendlich einfach nur ein Kegel, der dunkel gewesen ist, wo er die Affen eben am Boden hingesetzt hat, dass sie sich nicht befreien konnten. Sie bekamen Essen und Trinken, dass sie nicht starben, aber sie bekamen keinerlei Zuneigung. Sie bekamen nichts von der Außenwelt mit, sie waren quasi nur der Dunkelheit dieses seltsam engen Raumes ausgesetzt. Und binnen weniger Wochen und Monate konnte er sehen, dass diese Affen eben komplett in Depressionen versunken waren. Die Affen kauerten sich nur in irgendeine Ecke in diesem seltsamen Käfig und warteten darauf, dass ihr Leben letztendlich vorbei ist. Später hat er dann die Affen aus diesem Käfig genommen und sie dann eben zurück zu ihren Familien getan, zurück zu ihren Artgenossen, um zu sehen, was passierte. Die Affen, die nur 3 Monate oder in Anführungszeichen 3 Monate in diesem seltsamen Pit of Despair gewesen sind, sie schafften es wieder mit ihren Artgenossen zu sozialisieren und ein normales Leben zu führen. Das Problem waren jedoch die Affen, die länger als 3 Monate in diesem Pit of Despair gewesen sind. Sie hatten auf einmal extrem starke Zwangsstörungen entwickelt. Sie saßen nur noch in irgendwelchen Ecken, hatten Panik, wollten einfach keinen Kontakt zu anderen Affen haben. Manchmal lagen sie einfach nur tagelang auf dem Boden und sorgten dafür, dass sie selbst verdursteten und verhungerten. Dies war ein weiteres Experiment, was Harry Harlow als erfolgreich gesehen hatte. Er hat gesehen, welche Folgen Depressionen auf den Menschen haben können anhand dieser Affen, sodass er noch ein letztes Experiment starten wollte, das zu dieser Reihe von Experimenten gehört. Und dieses Experiment hatte die verstörendsten Folgen. Er wollte nämlich herausfinden, wie eben jetzt diese Affen, die an Depressionen leiden bzw. die überhaupt keine Hoffnung mehr haben, sich selber als Eltern verhalten würden. Er wollte also, dass die weiblichen Affen, die eben diese Depressionen bekommen hatten, wieder selber Kinder kriegen. Das Problem jedoch war, dass diese Affen keine Kinder kriegen wollten. Sie sozialisierten nicht, sodass andere Affenmännchen gar nicht erst wirklich in ihre Nähe kamen, sodass Harry Harlow sich gezwungen sah, diese Affen auf ein von ihm gebautes Konstrukt zu binden, dass sie einfach von männlichen Affen vergewaltigt werden. Dies führte für Harry Harlow zu einem Erfolg, weil die Affenweibchen tatsächlich schwanger wurden. Und dann wollte er beobachten, wie eben diese Affenmütter sich um ihre Kinder kümmern. Und dabei bemerkte er das Grausamste, was passieren konnte. Ich nehme so viel schon einmal vorweg. Harry Harlow sagte später selbst, dass er es nie geschafft hätte, ein Konstrukt zu bauen, das so böse, so schrecklich wäre, wie die Affenmutter es selber war. Die meisten Affenmütter, die ihre Kinder bekamen, ignorierten sie einfach komplett. Sie ließen ihre Kinder verhungern und verdursten, sie ließen sie einfach sterben, ohne sie auch nur einmal anzugucken. Doch andere Affenmütter waren noch grausamer gewesen. Eine Affenmutter zum Beispiel hatte mit ihren eigenen Händen den Schädel ihres Jungen einfach zerdrückt. Man weiß nicht, warum diese Affenmutter das getan hatte, doch auch eine andere hatte ähnliches Verhalten gezeigt. Sie hielt mit einer Hand das Gesicht des Affenjungen auf dem Boden, während sie mit ihren Zehen diesem Affenjungen jeden einzelnen Finger und danach jeden einzelnen Zeh abbiss. Warum die Affen dies alles getan hatten, was dies mit eben diesem Pit of Despair und den Depressionen zu tun hatte, konnte keiner so recht sagen. Dies war das letzte grausame Experiment, das mit dieser Reihe zu tun hatte. Und bis heute ist dieses Experiment als ein sehr zweifelhaftes und ethisch schlechtes Experiment anzusehen. Man sagt, dass die Experimente, die Harlow hier durchgeführt hat, wichtig waren, um etwas über den Menschen zu verstehen, aber dennoch verwerflich gewesen sind in der Art, wie er sie durchgeführt hatte. Das Schreckliche ist aber nun, was sollen wir Menschen wirklich daraus als Infos mitnehmen? Einerseits ist eine Sache klar gewesen. Menschliche Kinder, genauso wie Affenbabys, benötigen Liebe, sie benötigen Zuneigung und dieses Experiment, was sie quälte, zeigte dies ganz klar. Die Frage ist nur, was bedeutet dieses zweite Experiment für uns? Würden wir Menschen, wenn wir jahrelang in einen dunklen Raum gesperrt worden wären, auch solch grausame Dinge zu unseren eigenen Kindern tun? Oder ist das etwas, was nur Affen tun würden? Vielleicht zeigte dieses letzte Experiment, wo die Mütter ihre eigenen Kinder brutal ermordeten oder verletzten, eine dunkle Seite, die vielleicht auch in jedem Menschen von uns steckt. Aber das kann ich euch leider nicht sagen.
Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich fand dieses Experiment extrem interessant und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.